Jetzt. Hallo Freunde der Freiheit und der Multitools. Was habe ich hier gefunden? Ich habe ja letztens erzählt, dass ich noch ein Letterman da habe. Ich habe es gefunden. In der Riesenkiste mit den gesamten Messern. Also, das ist noch relativ neu. Das ist das Skelet-Tool. Die Tasche müsste original sein. Ja, ne? Kannst du tragen am Gürtel. Ich muss dazu sagen, das Ding hier vom Gewicht ist echt so, dass es nicht stört, wenn du es bei der Arbeit mitnimmst. Das war bloß Spaß. So, hier oben hast du auch nämlich diesen schönen, straffen Karabiner, sage ich jetzt mal. Kannst du auch so direkt an der Arbeitshose einschnappern. Hier ist so ein putziges Symbol drauf. Sieht das der Kollege? Hier unten? Ne? Was sieht man darauf? Was ist das? Eine Flasche, ne? Das ist nämlich der Flaschenöffner. Damit machst du hier... Ne? So. Was ist da noch dran? Dann machen wir es einfach mal auf. Oh, geht aber straff heute. Also, was ganz interessant gelöst war, das war hier zum Beispiel hier oben. Hier ist ein kleines Fach drin. Hier sieht man es. Wieder. Gut, und da kannst du reinfassen, den Fingernagel, zack, bumm. Da sind diese kleinen schmalen Bits drin, zumindest ist einer, zum Wechseln. Ne? Kommt wieder hier oben rein, zack, verschwunden ist er. Weil hier hinten ist nämlich der Bithalter dran. Der ist verriegelt. Man muss hier drauf drücken, hier ist geriffelt, sieht das? Gut. Kann man hier schön mit der Hand drauf drücken, da kannst du hier oben die Bits rausziehen. Ne? Das sind so, also die flachen Bits, wie überall bei Letterman. Oder Letterman? Letterman. Wenn schon Englisch schon richtig. Ja, ansonsten hast du wie ganz normal Zange, Drahtschneider und Schneider für Hartdraht. Das ist hier hinten die letzte Rille. So, was hast du noch Schönes dran? Hier oben ist jedenfalls noch die Messerklinge. Und da war es das, glaube ich, auch schon. Zack, kannst du nämlich gleich so. Oh, ein Einhandmesser. Oh, bestimmt verboten. Aber nee, bei der Arbeit darfst du nämlich sowas mithaben. Weil man hat ja einen Grund, das Ding mit sich zu führen und das ist eben Arbeit. Und wie man hier sieht, wie zerkratzt die Klinge ist, die habe ich wirklich bei der Arbeit benutzt. Ne? Die ist schon über Beton lang geschliffen, an der Wand lang geschabt, Kabel abgeschnitten. Ach, was weiß ich, was ich damit alles gemacht habe. No? Was sind wir jetzt? Ja, Freunde, der Paketdienst war da. Hier wird man immer unterbrochen. Weiter geht's jetzt. Was wollte ich noch sagen? Achso, dass das Teil eben auf Baustelle mit war, hat wirklich gelitten. Klinge verriegelt schön. Hier ist auch immer so ein lustig putziges Zeichen drauf, ne? Schloss. Sieht man? Gut. Sieht man nicht, wo der Finger hin zeigt? Hier. Ja, ein bisschen Mitarbeiter, Kollege. Man kann auch mal ranzoomen, ne? Mann. Ja, mir hat halt damals gefallen. Klingenform sah gut aus. Diese durchbrochene Klinge hat mir gefallen. Ja, wie gesagt, die Klinge ist verriegelt. Einwandfrei. Da geht auch nichts kaputt. Gut, bis auf die Kratzer, die könnte ich nochmal polieren. Das Teil hat eben auch nicht so viele Teile. Ach so, Gürtelclip natürlich. Schön straff. Aber ich habe das, der einfache Teil, aber geht es wirklich schneller, wenn du es an der Hose zack einfach in dieser Gürtelschlaufe einhängst mit dem Karabiner. Das ist schneller wie das Gefummel hier mit der mit dem Gürtelclip. So. Deswegen, ich kann nicht maulen. Das war sein Geld wert. Aber ich müsste jetzt lügen. Ich glaube so 50, 60 Euro vielleicht das Teil. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber daran hast du Spaß. Fürs ganze Leben, sage ich mal so. Ich habe ganz paar. Ich müsste eigentlich noch mehr haben. Naja, irgendwo verbuddelt. Aber wem es mal interessiert, man kann dieses Ding auch komplett auseinanderschrauben. Vielleicht wäre das mal ganz interessant. Und Letterman bietet ja auch an... was weiß ich, so eine Art lebenslange Garantie. Man kann auch ein ganz altes Teil zur Runderneuerung einschicken. Angeblich kommt das dann wie neu wieder. Aber ob das jetzt nur in einer garantiemäßig umsonst läuft oder gegen den Obolus, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls bieten die da irgendwie an, dass man das immer wieder reparieren kann. Na, ich weiß nicht. Gut, das war es eigentlich zu dem Teil. Wie gesagt, kann man sich kaufen, wirst nicht enttäuscht. Tschüss, Freunde.